Doktor. Film ab. Und erster Schnitt dann hart. Aufschnitt, okay. Harter Schnitt, ne? Nun wollen wir uns noch ein wenig mit der Bundesregierung anlegen. Um Panorama hat es in der vergangenen Woche viel Aufregung gegeben. Ich kann mich im Übrigen nicht nur aufgrund dieser Erfahrung des Eindrucks nicht erwehren, dass der Autoritarismus in unserem Lande wieder in voller Ausbreitung begriffen ist. Zur Demokratie, zu ihrem Wesen nahezu, gehört das Vorhandensein einer Opposition. Panorama war ein Lieblingsprojekt von Rüdiger Proske, würde ohne ihn nicht entstanden sein. Natürlich hatte es ihm das bereits existierende BBC-Panorama angetan, das ja damals schon einen sehr großen Ruf als kritisches Fernsehmagazin hatte. Und sowas wollten wir auch machen. Also das war in dieser ersten Phase, wo ich diese Abteilung Zeitgeschehen aufzubauen hatte, 58. Und ich bin dann 6 Wochen lang als Gast der Königin, was ich sehr angenehm empfand, als immer jeden Morgen mich einen Wagen vom Hotel abholte, der einen Stander führte, was also mir sehr imponiert hat. Also jedenfalls habe ich 6 Wochen lang Gelegenheit gehabt, mich dort umzusehen. Und damals gab es 2 Sendungen, die mir also sehr aufgefallen sind und die mich sehr interessiert haben. Und das eine war Panorama, das damals in BBC gemacht wurde. Und das andere war die Sendereihe That Was the Week That Was, TW, TW, TW. Ich hatte gar nicht den Vorteil, das BBC-Panorama je gesehen zu haben. Reisekosten waren auch nicht drin. Und das Ganze war insofern etwas komisch, weil Proske nun zwar ganz entschieden und energisch Panorama vorantrieb, aber lieber sollte ich sagen vorantreiben ließ, denn er verabschiedete sich gleich nach dem Beschluss und fuhr zu einer ausführlichen Drehreise nach Amerika und betrieb halt seine eigenen Projekte. Er war ja ein hervorragender Dokumentarist. Aber er war nun auch noch Hauptabteilungsleiter und hätte wahrscheinlich gar keine Zeit gehabt, sich so detailliert um Panorama zu kümmern. Also, das wurde meine Aufgabe. Und ich hatte mit Patsch also ausgemacht, als diese Dinge sich dann entwickelten, dass wir beide zusammen diese Sendung Panorama, die nun mein spezielles Herzanliegen war, zusammen machten in der Weise, dass er als Abteilungsleiter der Politik die praktische Durchführung der Sendereihe mache, also die Produktion und die Autoren zusammenholte und auf diese Art und Weise die Produktion sozusagen durchführte. Von Proske stammte die Eingangsmusik, sozusagen das Kennzeichen, und ich suchte dafür die Abspannmusik, übrigens sehr mit Beteiligung von Klaus Wildenhahn und dem damals für uns tätigen Sternberg, der jetzt beim ZDF ist. Und ja, dann irgendein Genie malte einen Vorspann, beziehungsweise machte einen Trickvorspann. Und das war sozusagen das Letzte, was Proske zunächst von seinem Kind sah. Wie gesagt, er verschwand dann. Panorama lief ja in den ersten Proske-Paczenski-Zeiten in einem zweiten Fernsehprogramm, was nur über UHF
verbreitet wurde. Man musste also ein Zusatzgerät haben, um diese Frequenzen des zweiten Programms zu empfangen. Ich hatte dieses Gerät nicht, erinnere mich aber, wie wir in den Sommerferien 61 muss das gewesen sein, als wir an der Ostsee waren, immer in einen Ort gegangen sind, wo Fernsehgeräte standen und wir sonntags abends immer dieses Panorama gesehen haben. Das ist eine Zufahrtsstraße zum Hamburger Flugplatz. An ihr, von vielen Besuchern der Hansestadt als Wahrzeichen empfunden, Nissenhütten. Eines der vielen obdachlosen Quartiere in der Bundesrepublik. In anderen Städten liegen diese Notunterkünfte zumeist in verkehrsschwacher Gegend, der Aufmerksamkeit des Bürgers entzogen. Etwa 600.000 Menschen, die Bevölkerung einer Großstadt wie Dortmund, gelten heute in Westdeutschland als obdachlos. Unter ihnen sind nur wenig Ostflüchtlinge, selten Kriegsgeschädigte. Zumeist sind es Menschen, die schon einmal eine richtige Wohnung gehabt haben, aus verschiedenen Gründen herausgeklagt wurden, als Obdachlose in eine Notunterkunft einziehen mussten und sich heute nicht aus eigener Kraft ein anderes Heim beschaffen können. Also solange das im zweiten Programm war, war es Neugier. Man wusste ja, dass das nicht von sehr vielen Leuten gesehen wird, weil nur wenige hatten ja diese Zusatzgeräte. Im ersten Programm lief es nicht, da lief nach wie vor die Tagesschau und auch die Hammerschmidtsche Sendung Anno 62 kam ja erst viel später. Also es war etwas, wenn Sie so wollen, Exotisches, dass da eine Sendung lief, die nur wenige Leute sehen konnten, die von uns als Journalisten als äußerst provokativ empfunden wurde, von der man nicht genau wusste, ob sie sich denn als Form überhaupt würde weiterführen lassen. Und dann kamen wir ins erste Programm und wir hatten kaum die zweite Sendung gemacht. Dann fielen sie über uns her wie die Wölfe. Ich weiß auch nicht. Ich habe dann damals einen zweiten Brief an den Intendanten geschrieben, nach ungefähr, vielleicht 20 Sendungen oder sowas, oder noch nicht einmal 20 Sendungen, und habe ihm das mal aufgelesen und habe gesagt, pass auf, wir haben 54 Sendungen gemacht, da fanden alle Leute das fabelhaft. Und nun sind wir im ersten Programm und haben also noch nicht mal ganz 20 Sendungen gemacht und nun sind wir also sozusagen die bösen Buben der Nation. Was ist denn eigentlich hier los? Sind wir eigentlich anders geworden? Oder was hat sich eigentlich hier geändert? Nun zu einem heiklen innenpolitischen Thema, der sogenannten Fieback-Affäre. Die Fieback war bekanntlich ein wenig seriöses Architektenbüro, das bei den Amerikanern mit Unterkunftsbauten in der Bundesrepublik Millionen zu verdienen hoffte. Es bekam verblüffenderweise eine schriftliche Empfehlung von Verteidigungsminister Strauß an den amerikanischen Heeresminister Gates. Wochenlang tagte deswegen ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss. Über die Frage, ob die Untersuchung fortgesetzt werden soll, kam es Donnerstag im Bundestag zu einer Kampfabstimmung. CDU und CSU wollten die Untersuchung einstellen und damit Minister Strauß von allen Vorwürfen freisprechen, obwohl auch der vorliegende Ausschussbericht einen gewissen Tadel an Strauß enthält. Aber SPD und FDP, diese immerhin Mitglied der Regierungskoalition, verlangten, die Untersuchung solle weitergehen und setzten das auch durch, mit einer Stimme Mehrheit. Man hat darüber gespottet, die Mehrheit sei nur zustande gekommen, weil ein CDU-Abgeordneter aus Versehen falsch abgestimmt habe. Vielleicht sollte man sich aber eher wundern, dass Minister Strauß selbst an der Abstimmung teilnahm, in der es praktisch um ihn ging. Wohl eine Stilfrage. Es war eben nicht nur das Medium der Familie Schölermann oder des Kinderprogramms oder Udo Langhoffs oder Jürgen Rolands mit seinen Krimis, sondern es begann mit dem Eintritt von Rüdiger Proske in das Fernsehen in Lockstedt, eine Art Ankündigung, jetzt wird dieses Fernsehprogramm politisch. Nun wollen wir uns noch ein wenig mit der Bundesregierung anlegen. Sie hat vor kurzer Zeit einen Tätigkeitsbericht über das vergangene Jahr veröffentlicht. Er trägt den großartigen, umfassenden, ehrgeizigen Titel Deutsche Politik 1962. Wir haben unseren Mitarbeiter Rudi Lauschke gezwungen, diesen Bericht ganz durchzulesen. Dabei ist ihm manches aufgefallen. Das war die Zeit der Spiegel-Affäre. Tausende wollten mit ihrem Protest die Demokratie verteidigen. Die Spiegel-Affäre wurde zur Regierungskrise. Das Kabinett trat zurück. Erst Wochen später bildete sich die neue Regierung.
Das war wohl unser politisch entscheidendes Ereignis des Jahres 1962. Und dieses Buch ist der Tätigkeitsbericht der Bundesregierung für 1962. Aber in dieser deutschen Politik 1962 gibt es keine Regierungskrise, keine Spiegelaktion. 510 Druckseiten, mehr als 300 Bilder auf Kosten des Steuerzahlers, um das Wirken des Kanzlers und seiner 20 Minister zu illustrieren. Nur in angenehmer Weise natürlich. Es ging doch so ein Raunen durch die politische Öffentlichkeit, durch die Medienöffentlichkeit, dass da im NDR in Hamburg etwas bis dahin Unerhörtes, Ungesehenes stattfände. Ja, wir erregten halt sehr schnell Anstoß, auch dadurch, dass wir durchaus kritische Beiträge in Sachen, wo die Bundesregierung eine andere Haltung gesendet haben. Und dann mischten wir, was wohl auch unüblich war, einen Teil unserer Beiträge durchaus mit Hohn und Spott und versuchten sogar Mini-Witzfilme über manche Sachen zu machen. Und wir gewannen dann herum, um uns herum, eine ganze Reihe von Mitarbeitern, die natürlich auch daran interessiert waren, mal an dieser Senderei mitzuarbeiten, weil wir versuchten, eine ganze Reihe von neuen Wegen zu gehen, sowohl in Bezug auf die Tatsache, dass wir also Politik kritisch ins Auge fassten, in der Weise, dass wir nicht versuchten, nur einseitig zu sein, dass wir aber ganz bewusst kritisch waren. Es war eine so nette und kollegiale Mannschaft und die Leute waren alle sehr sympathisch und man verstand sich auch sofort. Und da waren auch die Themen gefragt, die ich gerne bearbeitete. Etwa dieses Beispiel Krisenherde oder zum Beispiel, Algerien. Ja. Das lag ja auch Paczynski sehr, ich möchte nicht sagen am Herzen, aber es waren... Doch, das kann man schon sagen. Das war also ein ganz wesentlicher Punkt. Es ging darum, dass man so tat, als seien die Algerier, weiß ich, von Gott den Franzosen als Untertanen gegeben. Und Franzosen taten ja auch so, als ob das ihre Departements seien, Mutterland. Und nachdem diese in Algerien der Krieg ausgebrochen war, der Befreiungskampf, da waren sehr wenige deutsche Intellektuelle, die sich bereit fanden, für diese Interessen einzutreten. In Frankreich waren es wesentlich mehr. Aber bei uns gab es eben sehr wenige. Heute ist ein weltpolitisch bedeutsames Datum. Am Mittelmeer entsteht ein neuer, wichtiger Staat. Heute stimmen die Algerier darüber ab, ob sie unabhängig sein wollen. Am Ja dazu herrscht kein Zweifel. Panorama möchte Ihnen diesen neuen Staat kurz vorstellen. Nur etwa 1300 Kilometer liegen zwischen uns und dem Land, das seit über 7 Jahren als ein Hauptkrisenherd der Weltpolitik Schlagzeilen macht, Algerien. Die jüngsten Opfer der von Anfang an verfehlten und noch zuletzt blinden Aushaltepolitik sind diese Frauen und Kinder der Algerie Française. Jetzt flüchten sie zu Zehntausenden nach Europa und sie haben unser Mitgefühl, wie alle, die das Millionenheer der Heimatlosen und Vertriebenen vermehren, das hinterdrein ziehen muss, wo immer Wahnsinn statt Vernunft regiert hat. Weit weniger als vom europäischen Flüchtlingsstrom, der erst jetzt eingesetzt hat, hörten wir in den letzten 7 Jahren vom Elend der anderen, von denen, die sich über die Grenzen nach Marokko und Tunesien retteten. Diese Menschen flüchteten zu Hunderttausenden vor den Strafexpeditionen der Fremdenlegion, vor Umsiedlungen aus verbotenen Zonen, vor sogenannten Beherbergungslagern und zuletzt vor dem sich hysterisch steigernden Terror der OAS. In jämmerlichen Winterquartieren warten sie nun schon jahrelang auf das Ende der Zerstörung. Ja, das Verrückte war, dass die Leute, insbesondere die Politiker, es so auffassten, als sei das Frankreich-Feindlichkeit, die sich also nicht schicke für einen bundesdeutschen Sender und bundesdeutsche Journalisten. Dagegen konnte man also argumentieren, dass sehr wahrscheinlich Paczynski und auch in gewisser Beziehung ich mehr für die Verständigung zwischen Frankreich und Deutschland getan haben als die meisten Politiker. Die zweite sehr kontroverse und für uns im, sagen wir mal, im materiellen Sinne auch schädliche Sache waren die Sendungen über den Kongo. Das waren mehrere.
Einmal hatten wir ein sogenanntes Feature, also im normalen Abendprogramm, eine längere Sache unter dem Titel Der Tod kam wie bestellt. Die größeren Krisen und Skandale zu durchschauen, lohnt sich doch. Sie können nämlich sehr direkte politische Auswirkungen für unser eigenes Wohlergehen und das unserer Kinder haben. Zu dieser Art Krisen gehört die Kongo-Affäre. Wir werden Sie mit einigen Tatsachen bekannt machen, die den Verlauf des Dramas am Kongo auf ganz andere Weise erklären. In Katanga wurde Lumumba ermordet, wie auf Bestellung seiner vielen Gegner. Sein Tod schien das Ende des Vereinigten Kongo zu besiegeln. Lumumba, Regierungschef ohne Ausbildung, ohne Geld, ohne Beamte, war gegen mächtige Feinde an Hürden gescheitert, die auch ein Geschickterer kaum überwunden hätte. Tshombe freilich, der Sieger, war geschickter. Aber er hatte auch mächtigere Verbündete. Sie sollten ihm gleich wieder gegen den nächsten Feind seines separatistischen Staates helfen. Gegen die UNO selbst und gegen ihren Generalsekretär. Lange hatte es so ausgesehen, als sei Hammarskjöld eher mit Tshombe im Bunde, gegen die Zentralregierung Lumumbas. Aber Hammarskjöld war ja nicht blind. Gezwungen, sich gründlich mit dem Kongo zu beschäftigen, machte er interessante Entdeckungen. Was er sah, zeigte ihm, dass das Bild von den chaotischen Afrikanern wirklich nur sehr oberflächlich stimmte. Was sah er? Der Kongo ist einer der wirtschaftlich interessantesten Rohstofflieferanten der Welt. Sein Anteil an wichtigen Bodenschätzen ist beträchtlich. Und dieser Reichtum ist nicht auf den ganzen Kongo verteilt, sondern konzentriert sich fast nur auf die Provinz Katanga. Daher sind dort riesige Interessengruppen engagiert. Ihnen gehört in Katanga fast alles. Die hier aufgeführten Unternehmen stellen eine Finanzmacht von vielen Milliarden dar. Und sie sind durch Beteiligungen aller Art eng miteinander verflochten. Eine der mächtigsten Interessengruppen der Welt. Grimmig entschlossen, ihren Besitz in Katanga zu verteidigen und die Provinz nicht von Lumumba übernehmen zu lassen. Ein großer Teil der Aktienpakete hatte von der belgischen Regierung auf den unabhängigen Kongo übergehen sollen. Es wäre sein Startvermögen gewesen. Aber Lumumba bekam es nicht. Ein Teil dieser Interessengruppen, bequemerweise Katanga-Lobby genannt, war zum Kampf entschlossen. Und es zeigte sich, dass dieses Gebilde finanzieller Stärke in verschiedenen Hauptstädten auch politische Macht besaß. Wir zeigen hier nicht die Querverbindungen nach Amerika, weil sie die amerikanische Politik kaum beeinflussen konnten. In diesem Netz hatte sich Lumumba gefangen. Nun versuchte Hammarskjöld, es zu zerreißen. Er begann einzusehen, dass der Kongo ohne Katanga nicht lebensfähig war. Aber wahrscheinlich unterschätzte er die Macht der Katanga-Lobby. Nur mit deren Duldung und Hilfe hatte der sogenannte unabhängige Staat Katanga gegründet werden können. Regierungen erkannten ihn nicht an, dafür aber Großbanken. Diese Tatsachen waren keineswegs geheim. Man musste sie nur zu sehen und zu ordnen wissen. Anhand dieser Tatsachen können Sie, meine Damen und Herren, beurteilen, ob Sie über einen der bemerkenswertesten politischen Skandale unserer Zeit gut informiert worden sind. Dem ist noch heute nichts hinzuzufügen. Das stimmt noch immer. Damals wirkte es mehr als heute, weil inzwischen immerhin ein gewisses Bewusstsein gewachsen ist für die Missetaten des Kolonialismus. Damals hingegen wurde es hingestellt als ein fürchterlicher, unmotivierter, unbegründeter Angriff gegen eine befreundete Macht, Belgien. Und da in die Kongo-Krise ja verwickelt waren, Franzosen, Engländer, Bundesdeutsche, also gegen alle. Paczynski hat ja damals mit Panorama Neuland betreten. Denn wir lebten ja in einer Adenauerzeit, unter der vollen Kontrolle der Adenauerzeit, in der Kritik ein unbekanntes Pflänzchen war. Mhm. Und Proske hat, glaube ich, mal gesagt, es reicht ja schon, wenn er das Telefonbuch vorliest, das ist dann schon kritisch. Der Umgang mit Kritik war ja damals totales Neuland.
Demonstrationen vor dem Hamburger Untersuchungsgefängnis am Mittwochabend. Also die Spiegel-Sendung war zweifellos die mit Abstand am meisten Krach erzeugt hat und eine Sendung, die, auf die ich heute noch stolz bin. Wir haben in dieser Eile, und jeder weiß ja, wie umständlich das Fernsehen arbeitet, und vor 20 Jahren war es ja nicht schneller, sondern langsamer, Technik und so weiter hinzustellen. Die Sendung haben wir praktisch bei der Sendung produziert. Mein Moderationstext, den schrieb ich noch jeweils so 10 Minuten, bevor ich mit der einschlägigen Passage dran war, während die Einblendungen liefen. Und es waren also wirklich furchtbar viele Einblendungen. Es war eine gewaltige Mischsendung. Warum soll der Spiegel nicht was aufdecken, was sonst keiner erfahren würde? Ich nehme an, dass es von Strauß ist, dass so ein Gegenzug. Eine Unerhörtheit, was die sich da rausgenommen haben. Wissen Sie, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht so eine Art Racheaktion ist. Aber dass es wirklich von Strauß ausgeht. Ja, ich finde es unerhört. Redakteur. Eine große Schweinerei, sage ich Ihnen. Ja, so meiner Meinung nach, das ist Herr Strauß, sage ich Ihnen. Ich halte es in einer Demokratie für nicht ganz richtig. Ist nicht ganz richtig. Eine große Schweinerei. Danke. Dann hatte ich auch noch interessanten Besuch. Im Studio saßen der Intendant und der Justiziar. Jetzt bin ich nicht sicher, ob es der Intendant oder der Programmdirektor war, also jedenfalls die beiden, zwei hohe Chargen, und lasen mein Manuskript gegen, weil sie panische Angst hatten, mich inzwischen kennend, was weiß ich was, wovor. Ich hatte also die Genugtuung, immerhin einen von höchster Instanz und auch gleich noch juristischer Instanz abgesegneten Text zu verbreiten. Merkwürdigerweise hat das nach der Sendung, als nun der Krach wirklich losging und als also Bundesregierung sich beschwerte, CDU sich beschwerte, hat keiner dazu gestanden. Also hat nicht etwa der Intendant oder der Programmdirektor, wer immer es gewesen sein mag, öffentlich erklärt, Achtung, diesen Text habe ich ja gut geheißen. Sondern die haben natürlich intern mir, aber in dieser Geschwindigkeit hätten sie das auch nicht alles so übersehen können, und versuchten also ihre Rolle da sehr zu bagatellisieren. Es gab den Krach, den man weiß, und die Spiegel-Affäre, welche dann einige deutsche Gazetten gerne zur Panorama-Affäre gemacht haben würden, war zweifellos der Auftakt vom Ende der Ära Proske-Paczynski. Denn das saß nun tief, das nahm man uns sehr übel. Es stellte sich ja frühzeitig heraus, dass die SPD, die sich natürlich in der Spiegel-Affäre sehr gut benommen hat, im Allgemeinen, aber doch so scharfes Angehen an die Regierung schon nicht mehr wünschte. Der Widerstand gegen uns musste sich in demselben Umfang erhöhen, als die Konservativität dieser Gesellschaft zunahm. Das hat sicherlich eine Rolle gespielt. Eine weitere Rolle, ich habe das ja schon mal in einer Sendung gesagt, die ich seinerzeit mit Peter Kuhlmaß machte. Wir hatten damals am Anfang zunächst einmal einen Intendanten, der parteilich ganz und gar unabhängig war. Das war Hilpert. Und Hilpert wollte Programme, wie wir sie machten. Unabhängige, kritische Programme. Der Nachfolger von Hilpert war Schröder. Schröder war ein SPD-Mann, der aus der SPD, aus dem SPD-Bereich kam und sich natürlich mit seinen SPD-Kollegen auch wie in irgendeiner Weise letzten Endes arrangieren musste. Das heißt, allein durch Tatsache, dass man einen Intendanten kriegte, der nicht mehr insoweit unabhängig war, spielte da schon eine gewisse Rolle. Und bei der SPD hatte ja bereits Ende der 50er Jahre angefangen, allmählich eine Tendenz, sozusagen alte Normen abzuschütteln, über das Godesberger Programm Voraussetzungen für eine neue Phase der Volkspartei zu schaffen, die dann letzten Endes in den Koalitionen zunächst einmal mit der CDU und der Übernahme der Macht letzten Endes mit der FDP mündete. Ich denke schon, dass die Verwaltungsratsmitglieder Peter Blachstein,
Gerhard Schröder, der damals der spätere Intendant, der damals im Verwaltungsrat war, sich in dem Gremium, und es gab intensive Beziehungen zwischen diesen Verwaltungsratsmitgliedern und Leuten im Sender wie Rüdiger Proske oder im Hörfunk Franz Reinholz, dem späteren Hörfunkdirektor, dass die sich in den Gremien stark machten gegenüber dem eher unpolitischen Intendanten Walter Hilpert, dass doch eine solche Sendung im NDR-Programm sein müsste. Dieser Rückhalt wurde immer weniger und immer weniger. Ich erinnere mich an meinen damaligen Freund Blachstein, der ein Bundestagsabgeordneter war und der hier in den Aufsichtsgremium des NDR saß und der uns also über viele Jahre hinweg auch gestützt hat und uns geholfen hat, wenn es also mal Krieg gab, dessen Unterstützung deutlich abnahm. Und der sich also nicht wehrte, als eines Tages dann beschlossen wurde, den Vertrag von Patschnig zu verlängern und damit sozusagen auf kalte Art und Weise ihn abschoss. Ja, der Intendant müsste natürlich das eigentlich selbst erzählen. Das würde mich auch interessieren, weil wir natürlich großenteils auf Vermutungen und Beobachtungen angewiesen sind, nicht auf Dinge, die er selbst gesagt hat. Also, der Herr von Paczynski hat von mir das Angebot gehabt, für einen normalen Abteilungsleitervertrag zu bleiben. Das Ungewöhnliche war, ich weiß nicht, wie es zustande gekommen ist, er war anders als alle anderen Redakteure mit einem Zeitvertrag angestellt und ein Zeitvertrag, der ein sogenannter außertariflicher Vertrag war, also mit einem Einkommen, das weit über dem der normalen Redakteure lag, auch der Abteilungsleiter lag. Und alle diese Verträge, die außertariflichen Verträge, konnte der Intendant nur mit Zustimmung des Verwaltungsrats abschließen. Vernünftige Leute reden ja über einen neuen Vertrag nicht erst in letzter Minute. Und so um die Jahreswende 62-63 fing ich in der Tat schon an, darüber nachzudenken, was ich geändert haben wollte. Unter anderem, was ja sehr legitim ist, speziell in der Bundesrepublik, wollte ich mehr Geld. Und in diesen Gesprächen kam das nun sehr dazwischen. Und ich habe daraufhin vorgeschlagen, ich werde die Hierarchie des NDR verlassen, will kein Abteilungsleiter sein, will keine Abteilung leiten, bin bereit, auf Honorarbasis das Panorama weiterzumachen, unter der Bedingung natürlich totaler Freiheit im Rahmen der bekannten Gesetze und so. Es wäre also überhaupt nichts geschehen, wenn der Herr von Paczynski den angebotenen Tarifvertrag, also Vertrag nach Tarifgruppe 1, das ist das, wo Abteilungsleiter damals eingruppiert waren, heute eingruppiert sind, das hat sich überhaupt nicht verändert, wenn er da zugestimmt hätte. Der Intendant hat das dem Verwaltungsrat vorgetragen, das erste Mal schon ungefähr Anfang 63, also nicht so fern nach der Spiegelaffäre. Und da hat die CDU im Verwaltungsrat, die die Hälfte der Stimmen stellte, gesagt, wenn dieser Vertrag kommt, verlassen wir die Sitzung. Sie waren aber nötig wegen des Quorums. Wenn ich nicht irre, waren es 2-2. Und der Vorsitzende des Verwaltungsrats, ein Sozialdemokrat, hatte zwar eine fünfte Stimme, aber die war noch nie benutzt worden. Und ohne Quorum hätte sie auch nichts genützt. Also es musste schon eine Abstimmung erzwungen werden. Jedes Mal, wenn der Intendant diesen Vertrag neu vorlegte, also es war ja nicht so oft, sagte die CDU, wir gehen raus. Und ich glaube, beim dritten Versuch hat der Intendant sozusagen kampflos das Feld geräumt. Und ich weiß jetzt nicht mehr, ob CDU-Mitglieder mit dem Auszug gedroht haben. Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, denn sie hätten gar nicht ausziehen müssen, weil ich mich deutlich erinnere, dass eine Reihe der SPD-Mitglieder auch nicht zustimmen wollten. Also es hätte ohnehin keine Mehrheit für einen solchen Vertrag gegeben. Also ich weiß ganz deutlich, ich
Ich meine, es war sogar der Vorsitzende, dass Herr Blachstein gesagt hat, es kommt nicht in Frage. Und deutlich da, und dabei haben bei ihm politische Gründe überhaupt keine Rolle gespielt, sondern es ging darum, dass er meinte, dass die Rundfunkanstalten auch in ihrer Bezahlung sich nun an normale Grundsätze halten müssen und aus dieser Gründungsphase, wo alles sehr wild gewachsen war, herauskommen müssten und sich an die geltenden Tarifverträge zu halten hätten. Wenn man so will, war das ein Opfer, das der Intendant dem Funktionieren des Hauses, wie er es sah, gebracht hat. Denn hätte er den Vertrag zu erneuern versucht, wäre es zu einer Gremienkrise gekommen. Die Gremien hätten unter Umständen andere, ihm wichtiger erscheinende politische, rundfunkpolitische Entscheidungen durch Blockade verhindern können. Dies wollte er nicht riskieren. Warum das dann bei der Intendanz in Misskredit geriet, diese anfangs so verhätschelte Sendung, das kann man nur erklären damit, erstens ist der Intendant sicher ohnehin keine Kämpfernatur gewesen, Herr Schröder, seine Instruktionen, vermute ich, oder nennen wir es höflicher, die Ratschläge, die man ihm aus Bonn gab, gingen sicherlich im Blick auf die Große Koalition in diese Richtung. Er hat sich also dann den Wünschen gebeugt. Druck aus Bonn? Also ich kenne keinen. Ich lese gelegentlich, es gibt solche Gerüchte, ich lese gelegentlich auch in irgendwelchen Veröffentlichungen, Wehner habe auf mich eingewirkt. Ich habe in meinem ganzen Leben kein Gespräch mit Wehner gehabt. Ich habe ihn persönlich gar nicht gekannt. Ich habe das sogar bedauert, dass ich ihn nicht kennengelernt habe. Also Druck von dort gab es überhaupt nicht. Vielleicht waren es auch seine eigenen Wünsche, dass man sagte, man sollte dieses doch immer wieder aneckende Magazin jetzt mal an die Kette legen und zähmen. Und wenn man so vergleicht zwischen 1962, 63, 64 und heute, es gibt ja immer noch diese Sendung Panorama, dann ist also diese Zähmung ihnen total gelungen. Um Panorama hat es in der vergangenen Woche viel Aufregung gegeben. Der Vertrag meines Kollegen Gerd von Paczenski lief am 31. Oktober dieses Jahres aus. Der Intendant des NDR wollte von Paczenski einen Anschlussvertrag geben. Dazu bedurfte er, da Paczenski leitender Angestellter ist, der Zustimmung des Verwaltungsrates. Unter Nutzung bestimmter Vorschriften der Geschäftsordnung lehnte der CDU zugehörende oder zuzurechnende Teil des Verwaltungsrates des Norddeutschen Rundfunks eine Verlängerung des Vertrages für Paczenski ab. Der Eklat war da. Die Ablehnung des Vertrages ist formal auf legale Weise zustande gekommen. Ob sie klug oder im Sinne der Demokratie gut war, wird von einer großen Anzahl westdeutscher und ausländischer Zeitungen diskutiert. Mir liegen zurzeit Leitartikel von 45 Zeitungen verschiedenster politischer Richtungen vor. Davon finden 3 die Vorgänge der letzten Woche richtig. So schreibt etwa die Rheinische Post. Nun kann jeder einmal ins Fettnäpfchen treten. Aber bei Paczenski kann davon keine Rede sein. In fast all seinen Sendungen wurden Objektivität und die in einer Körperschaft des öffentlichen Rechts erforderliche Sachlichkeit vermisst, sodass nicht nur das NDR-Verwaltungsratsmitglied Watermann zu dem Urteil über Paczenski kam, die Abgewogenheit der politischen Fernsehsendungen sei wegen der einseitigen, arroganten und giftsprühenden Art nicht mehr gewährleistet. In dieser Art also 3 Leitartikel von 45. Dieses Verhältnis mag nicht repräsentativ sein, spiegelt aber doch wieder, auf welcher Seite die Presse Stellung bezog. So etwa auch die Hamburger Wochenzeitung Die Zeit, liberal. Es gäbe keinen Fall, Paczenski, so ließ Rasner verlauten. Freilich gibt es ihn. Es ist der Fall des Hechtes im Karpfenteich. Hut ab vor dem Hecht. Und schließlich noch eine englische Stimme. Der Observer schreibt, von Paczenski ist keiner Partei verpflichtet. Aber seine Produktionen in den letzten Jahren zeigen eine Verachtung für den Kolonialismus, einen Abscheu gegen Grausamkeit und ein Gefühl für die Anfälligkeit der persönlichen Freiheit, das ihn in die Nähe der Generation junger Nachkriegsdeutscher rückt. Ihre Ansichten sind ganz anders als die ihrer Väter. Aber ihre Väter, so sieht es jedenfalls oft aus, regieren noch immer. Jetzt haben die Väter zugeschlagen. Die erste Folge des Sturms
droht die Entmannung des besten westdeutschen Fernsehprogramms zu werden. Panorama wird es weitergeben. Kritisch nach allen Seiten, so wie bisher. Ich denke, dass nach dem Weggang von Gerd von Paczensky die Sendungen ja nicht weniger provokant und scharf waren, dafür sorgte schon Poske, wohl aber verlangten beide Intendanten, die Sendungen müssten angriffssicherer gemacht werden. Sie müssten also, sie dürften zwar scharf und provokant sein, man solle ihnen aber keine Kunstfehler nachweisen. Was durchaus eine Kampagne wurde, auch in der ARD, die Behauptung, unsere Sachen stimmten nicht, seien ungenügend recherchiert, seien falsch und so. Also ich kann nur für die Zeit sprechen, in der ich da war. In dieser Zeit haben wir, glaube ich, zweimal was berichtigt. Einmal diesen schon geschilderten Fall Fuhrmann mit dem vertauschten Bild. Und dann ist, glaube ich, bei einer Sendung über die Gewinne von Spielautomatenaufstellern hatten wir im Text eine Null zu viel und hatten also natürlich großen Krach mit denen. Und das haben wir auch berichtigt. Das war alles. Wir arbeiteten im Grunde, also wenn ich das mal Englisch sagen darf, up the creek without a paddle. Also flussaufwärts ohne Paddel, also alles war gegen uns, nicht? Der Krieg war, der Fluss war eine strömende, eine starke Strömung, die aber genau gegen uns ging. Und wir hatten nur ganz kleine Paddel oder überhaupt keine mehr. Und daran sind wir dann also letzten Endes natürlich gescheitert, das ist ganz klar. Dass nun es zu diesem Eklat kam, der letzten Endes im Herbst 63 zur Rückkehr Wockers nach London und zur Ablösung Proskes als Programmchef Zeitgeschehen führten, das hängt einfach damit zusammen, dass der Geduldsfaden Schröders und Hammersteins mit Panorama zerrissen war, als eine Panne vorkam, die immer wieder in Redaktionsbetrieben vorkommen wird. Es gab eine von Peter Schier-Grebowski sehr genau recherchierte Reportage über die Abhöranlage im Deutschen Bundestag. Proske war Moderator der Sendung, Wocker war verantwortlicher Redakteur hinter der Scheibe. Kurz vor der Sendung ruft, wenn ich mich recht entsinne, der Vizepräsident des Bundestages an und teilt Wocker mit, dass der von Herrn Schier-Grebowski gefilmte Abhörknopf in Wirklichkeit nur eine Schablone auf der Tastatur der Vermittlungsanlage war und dass darunter ein Draht, der geeignet wäre, das Abhören auszulösen, gar nicht existierte. Im Jahre 1952 wurde der fraktionslose Abgeordnete Franz Ott gefasst. Er hatte aus dem Bundestag ständig und ohne seinen Namen zu nennen, Frauen in Bonn und Umgebung angerufen und ihnen ziemlich eindeutige Vorschläge für eine gemeinsame Freizeitgestaltung gemacht. Um diesen Anonymus, der das Ansehen des Bundestages ramponierte, auf die Sprünge zu kommen, ließ die Ermittlungsbehörde in der Telefonzentrale des Bundestages mit Billigung des Präsidiums eine Abhöranlage einbauen, die es erlaubte, durch Knopfdruck sämtliche Gespräche des Hohen Hauses zu überwachen. Man vergaß, die Abhöranlage wieder auszubauen. Sie blieb ganz einfach dort, wo sie einmal war. Sicher wüsste mancher deutsche Abgeordnete gern, wer in den folgenden Jahren diese Anlage bedient hat. Denn es vergingen 10 Jahre, ehe der SPD-Abgeordnete Dr. Hermann Schäfer von der skandalösen Tatsache erfuhr. Er wandte sich sofort an die Direktion des Bundeshauses und dann erst im Sommer 1962 wurde das Gerät entfernt. Dr. Schäfer hat uns am Wochenende diesen Tatbestand auf Anfrage bestätigt. Hier in der Telefonzentrale des Bundestages sind die Schildchen Überwachen noch heute zu lesen. Der dazugehörige Knopf ist jetzt entfernt. Wer hat ihn 10 Jahre hindurch bedient? Ich den ganzen Tag, denn nicht den ganzen Tag, die letzten Stunde vor der Sendung beschäftigt, die Moderation umzuschreiben, gehe rüber in das Studio. Dort kriege ich also plötzlich
die Mitteilung, es habe also der Direktor des Bundestages angerufen und habe mitgeteilt, wir durften diese Sendung über die Abhöraffäre im Bundestag unter keinen Umständen senden, denn die sei falsch, es sei nie abgehört worden. Nun saß ich also da. Und da blieb mir gar nichts mehr anders übrig. Die Uhr lief, wir hatten noch 20 Sekunden Zeit, es tut mir leid, jetzt kann ich nichts mehr machen. Ab. Also lief die Sendung. Proske gestand dem Intendanten Schröder ein, dies sei ein unverzeihbarer Fehler gewesen. Schröder ging in die Tagesschau und entschuldigte sich beim Deutschen Bundestag. Es ist soeben von einem unverzeihlichen Fehler die Rede gewesen. Ich zögere nicht zu wiederholen, dass auch nach meiner Meinung Panorama in seiner letzten Sendung ein solch unverzeihlicher Fehler unterlaufen ist. Ich habe mein Bedauern darüber in aller Form zum Ausdruck gebracht. Der Verwaltungsrat des Norddeutschen Rundfunks teilt, wie er inzwischen veröffentlichen ließ, dieses Bedauern. Ich glaube, dass damit dem Deutschen Bundestag die respektvolle Genugtuung widerfahren ist, auf die er allen Anspruch hat. Und die Sendung, so wie sie vorgesehen war, mit Krogmann und dem Knopf, dem berühmten, in der Telefonzentrale des Bundestages, über den abgehört worden sei, ist abgenommen worden von Schröder, dem Intendanten. Der hat sie abgenommen, die Sendung. Und hat also keinerlei Einwände dagegen gehabt. Natürlich haben wir Kritik geübt. Es ging uns ja darum, ein kritisches Magazin zu erhalten, gegen alle Angriffe zu erhalten, aber dabei möglichst die Fehler zu vermeiden, die zu solchen Angriffen führten. Und plötzlich war ich also der Schuldige. Das, na gut, dann hat man ja das berühmte Beispiel, dass der Minister also auch für Sachen einzutreten hat, die seine Untergebenen machen, obwohl er gar nichts damit zu tun hat. Und dann wurde eben mit allen Mitteln gearbeitet. Also zum Beispiel, ich räumte dann sofort mein Büro. Ich habe also am Dienstag früh mein Büro geräumt. Und oder Dienstagmittag. Und dann war ich hier, ich erinnere mich, ich habe dann auch in dieser Ecke gesessen. Dann kam also ein Anruf von dem Justiziar, Herrn Frehls, der sagte, lieber Herr Proske, wenn Sie in der Öffentlichkeit bekannt machen, dass diese Sendung von Herrn Schröder abgenommen worden ist, dann werden wir Sie zumindest mal sofort fristlos entlassen. Zack. Also ich glaube nicht, dass Herr Proske unter Druck gesetzt worden ist. Jedenfalls von der Intendanz ganz sicher nicht. Es hat im Vorlauf eine lange Diskussion gegeben zwischen Roger Proske und mir über die Organisation seiner Hauptabteilung. Und zwar ging es dort überhaupt nicht um journalistische Fragen, sondern er hat aus dem Fernsehen des NWDR eine Hauptabteilung Zeitgeschehen aufgebaut, die eine völlig selbstständige Produktionseinheit innerhalb des NWDR war, sozusagen eine Programmdirektion mit allen Produktionsmitteln in sich. Also dieses war ganz sicher die schwerste Krise, die den NDR bis dahin erschüttert hatte. Man hatte vorher schon Krisen gehabt, bei denen der Intendant Blank zum Rücktritt aufgefordert war. Auch die Grimme-Zeit war nicht frei von schweren Krisen. Ernst Schnabels Weggang war eine solche Krise. Aber dies war mit Sicherheit in dem seit 1956 existierenden NDR die schwerste Krise. Und nach dem Eingeständnis des Intendanten, dass hier ein unverzeihlicher Fehler vorgekommen war, blieb Schröder gar nichts anderes übrig, als Proske zum Rücktritt aufzufordern. Und es ist ganz sicher so, dass dieses unter Druck geschehen ist. Ich behaupte nur, dass Proske selbst darüber nicht wirklich unglücklich sein konnte, denn er wurde ein von ihm zu diesem Zeitpunkt auch schon als sehr belastend empfundenes Amt los. Also unter Druck ja, aber es hätte gegen diesen Druck möglicherweise auch Gegenmittel gegeben, die er nicht angewandt hat. Man hat dann später mit mir einen Vertrag gemacht, nach einiger Abklingzeit, also so wie bei radioaktivem Müll, es klingt eine Weile dann ab, und nachdem es eine Weile abgeklungen war, machte man mit mir dann einen Vertrag, der an sich nicht schlecht war. Er sagte, gut, Sie machen bei uns jetzt also 4 Dokumentarsendungen pro Jahr,
Und dafür kriegen Sie ein Honorar und dieses Honorar wird so bemessen, dass es etwa dem Gehalt entspricht, den Sie sonst bekommen hätten, wenn Sie weiter beschäftigt worden wären. Sie behalten Ihren Pensionsanspruch und wir rechnen Ihnen die Jahre, die Sie für uns arbeiten, in Ihren Pensionsanspruch mit rein. Und damit kriegte ich an sich einen sehr eleganten Vertrag, nämlich ich konnte selber von nun ab außer den 4 Sendungen machen, was ich wollte. Eigentlich alle entschlossen aufzuhören, das Panorama eingehen zu lassen, mangels Mitarbeitern. Warum es dann doch weiterging, hängt wohl damit auch zusammen, dass wir nicht zuletzt auch, weil Paczynski selber das auch so sah, ein Instrument nicht aus der Hand geben wollten, solange noch Möglichkeiten bestanden, es unter jemanden wie Kogon weiterzumachen, der ja unser Vertrauen hatte. Die Sendung hat den Sinn, ich möchte sagen, mit Salz die Demokratie schmackhaft zu machen. Sie hat nicht die Aufgabe, nach meiner Auffassung, nur Pfeffer in der Gegend herumzustreuen und besonders nicht jede Woche oder alle 14 Tage oder alle 4 Wochen nicht mehr den Politikern diesen Pfeffer in die Augen und in den Mund zu streuen. Nur damit Klamauk in diesem Lande sei. Also das ist nicht meine Auffassung. Eugen Kogon war eben, muss zu seiner Person ja gar nichts weiter sagen, hatte die Prägungen, mit seiner Biografie im Zusammenhang stehen. Und er war ein Linkskatholik. Und all das hat natürlich auch auf die Art, in der er Panorama leitete und in der er die Sendung moderierte, Einfluss gehabt. Das ist ja unvermeidlich. Das hat zu etwas anderen Akzentsetzungen als bei Proske und Paczynski geführt, aber im Grunde genommen war es doch, sagen wir, wenn wir sehr generell sprechen, war es doch das Gleiche. Es war eben der Versuch, in einem Lande, in dem es bis dahin die Vorherrschaft einer Partei oder doch das Zusammenspiel vor allem zweier großer Parteien gegeben hatte, ich erinnere also an die Große Koalition, in einem solchen Lande den Journalismus über das Fernsehen als eine kritische Größe zu etablieren. Und das ist ganz durchgängig so gewesen. Und ich würde auch denken, im Ganzen dann bis zu der Zeit, in der ich Panorama geleitet habe. Das war eigentlich unser aller gemeinsame Vorstellung, unser gemeinsames Ziel. Die Rechtsprechung fußt auf der im Jahre 1951 vom Deutschen Bundestag überstürzt verabschiedeten Staatsschutzgesetzgebung, deren unklare Definition der Tatbestände seit langem von Juristen und Politikern beklagt wird. Zusammen mit dem KPD-Verbotsurteil des Bundesverfassungsgerichts von 1956 und zuweilen rigorosen Methoden der politischen Kriminalpolizei hat sich eine Praxis politischer Verfolgung ergeben, die im Grundgesetz garantierten Rechte der Bürger zu gefährden droht, aller Bürger. Auch der Rechtsanwälte, zum Beispiel des hannoverschen Rechtsanwalts Heinz Nölke. Nach diesem Gespräch mit Rechtsanwalt Nölke fuhr ich zu einem anderen Anwalt, der bisher noch nie, jetzt aber zum ersten Mal in einer politischen Sache die Verteidigung übernommen hat. Weil er Nachteile für seine Mandanten befürchten muss, wollte er uns nicht vor der Kamera sagen, dass auch Sie, seine Mandanten, in polizeilichen Vernehmungen befragt worden sind, warum Sie gerade diesen Anwalt, nämlich ihn, mit Ihrer Vertretung beauftragt haben. Hier handelt es sich um Versuche, Mandanten, aber auch Anwälte einzuschüchtern. Solche Vorfälle stellen eine Bedrohung der freien Anwaltswahl, der freien Advokatur, überhaupt dar. Die Verfolgung der KP-Leute hat sich Ermittlungsmethoden und Beweisführungen zu eigen gemacht, die vor allem eins zur Strecke zu bringen drohen, unsere rechtsstaatliche Sicherheit. Es ist erschreckend, wie leicht heute jeder Mann in diesem Land, auch wenn er nie etwas mit der KP zu tun gehabt hat, in polizeilichen Verdacht geraten kann, wie schwer es ist, sich davon zu befreien
und wie unabwendbar die Folgen sind. Wir haben natürlich damit sozusagen im Grunde eine Bahn sozusagen gelegt, die nicht sofort verlassen werden konnte. Man konnte versuchen, es besser, also die Argumentationslinie war dann also zunächst mal, wir werden dafür sorgen, dass keine Fehler gemacht werden. Kann ich nur sagen, Hand hoch, wen das interessiert. Eine Sendung dieser Art, in der nicht mal irgendwann irgendjemand irgendeinen Fehler macht, gibt es überhaupt nichts. Quatsch. Also das war so eine Argumentation. Sie versuchten aber trotzdem natürlich im Grunde auf dieser Schiene weiterzugehen. Und das haben Sie ja auch in einer Weile lang eigentlich sehr, sehr ordentlich gemacht. Ich finde, dass Fest das, was dort also aus diesem Trümmerhaufen zu machen war, gut gemacht hat. Ich finde, dass Eugen Krogan es sehr gut gemacht hat. Eugen ist ja dann auch weggegangen und hat also auch eine Abschiedsrede gehalten. Ich glaube, die haben Sie sogar publiziert hier in einer Ihrer Unterlagen. Dies, meine Damen und Herren, war die letzte von mir geleitete Panoramasendung. Ich weiß nicht, wie Sie im Einzelnen mit mir ausgekommen sind. Ich jedenfalls habe während des Jahres, in dem ich so häufig auf diesem Stuhl und vor dieser Fernsehkamera gesessen bin, noch einmal auf meine alten Tage reiche Erfahrungen gesammelt. Und zwar an einem der wichtigsten Frontabschnitte der modernen Berichterstattung und Meinungsbildung. Zwischen Empörung der einen und Enttäuschung der anderen, jeweils gestützt von der Zustimmung der Dritten, das waren nie wenige, wie sollte es auch bei einem Publikum, das nach vielen Millionen zählt, anders sein, war ich bemüht, ich sage es in den Worten von Graf Bernstorff, den Sie soeben gehört haben, mit Verantwortung einen Standpunkt zu vertreten, auch wo er unbequem ist. Es war unbequem. Zuletzt durch den Beitrag von Lutz Lehmann über gefährliche Tendenzen in der politischen Strafjustiz unserer Republik. Was für eine Gegenoffensive. Ich kann mich im Übrigen nicht nur aufgrund dieser Erfahrung des Eindrucks nicht erwehren, dass der Autoritarismus in unserem Lande wieder in voller Ausbreitung begriffen ist. Also das, die Arbeit zusammen, die Zusammenarbeit mit Kogan war eigentlich sehr viel intensiver als mit den Vorgängern, auch intensiver als mit den Nachfolgern. Das hing aber wohl damit zusammen, dass er ja nicht in Hamburg lebte, immer anreisen musste und dann auch in anderer Weise Gesprächspartner suchte, als das die Vorgänger und die Nachfolger getan haben. Also es war mehr situationsbedingt, glaube ich. Sie war aber, das sollte ich vielleicht dazu sagen, weil ich da auch gelegentlich das Gegenteil lese. Die Zusammenarbeit mit Kogan war sehr unkompliziert, hatte sehr präzise Vorstellungen und war in seinen Vorbereitungen sehr genau. Aber, es versteht sich von selbst, dass bei der Erfüllung einer solchen Aufgabe ununterbrochen Schwierigkeiten auftauchen. Schwierigkeiten in der Öffentlichkeit, Schwierigkeit mit bestimmten Gruppen, mit bestimmten Personen, Schwierigkeiten in den Häusern selbst, in den Rundfunkstationen, hier beim NDR. Von dieser letzten Komplikation will ich ganz besonders sprechen, denn sie hat praktisch zu meinem Rücktritt geführt. Ich möchte es an einem Beispiel klar machen, was ich meine. Am 9. November oder zum 9. November 1964, es wird mir unvergesslich bleiben, haben wir zum sogenannten Volkstrauertag eine Sendung vorbereitet über diesen Volkstrauertag, und zwar von Christian Geißler. Eine sehr scharfe, kritische Sendung, denn auch ich war der Meinung mit dem Autor zusammen, dass dies keine Heroisierungsgelegenheit sein sollte, sondern ein Tag der Besinnung gegen den Krieg, gegen alles, was zu diesen Kriegsmöglichkeiten führt. 1,5 Stunden vor der Sendung erfolgte der sogenannte Durchlauf, das heißt also, es wurde die Sendung dem Intendanten vorgespielt, der aber nicht da war. Es wurde also dem stellvertretenden Intendanten gezeigt. Und kaum war die Sendung vorüber, erfolgte der volle Einspruch. Der stellvertretende Intendant sagte, der ein sehr liberaler Mann ist beim NDR, sagte, das ist ausgeschlossen, dass der Beitrag über den Volkstrauertag erscheinen könne. Das sei also destruktivste Politik und richte sich also praktisch auch gegen die Bundeswehr. Ich stellte das gänzlich in Abrede, fuhr sofort hin, debattierte mit ihm,
etwa 20 Minuten in der härtesten, freundschaftlich, aber in der härtesten Weise gegeneinander. Wir konnten einander nicht überzeugen. Worauf ich sagte, gut, dann kann die Sendung heute Abend von mir nicht präsentiert werden. Ich lasse diesen Beitrag nicht aus oder die Sendung findet ohne mich statt. Nun, eine andere Sendung. Am Schluss meinte der stellvertretende Intendant, nun gut, er sei bereit nachzugeben, wenn ich auf einen Take, auf ein Stück dieser Sendung von Christian Geißler verzichtete, nämlich auf die Darstellung einer Aktion der Ostermarschierer. Das berühmte Tabu in der Bundesrepublik. Die Ostermarschierer dürfen nicht erwähnt werden, nicht wahr? Ihr Name darf nicht einmal fallen. An ihnen heften sich so alle Ressentiments, nicht wahr, dieser Republik an. Ich habe gesagt, ich würde des schweren Herzens diesen kleinen Teil opfern, um das Ganze bringen zu können, aber es sei natürlich eine Sache des Autors. Fuhr sofort nach Luckstedt, nicht wahr, und habe den Autor vor die Alternative, meinerseits vor die Alternative gestellt, die Sendung findet also statt, wenn das herauskommt. Ich schweren Herzens, Sie vielleicht blutenden Herzens, ich habe es ihm empfohlen zu tun. Er hat es dann auch getan. Und so wurde der Schnitt also vollzogen. Die Sendung kam. Die Aufregung der Öffentlichkeit richtete sich ja auf den zweiten Teil, gegen die politische Strafjustizdarstellung und keineswegs gegen den Beitrag von Christian Geißler. Das war auch interessant. Aber, was war also geschehen? Der Intendant und sein Stellvertreter stehen in einem ganz bestimmten Kräftefeld, auf das sie dauernd Rücksicht nehmen müssen, wenn sie in der Leitung einer so riesigen Anstalt bleiben wollen. Und es kann sehr gut sein, dass sie dort sind. Sie nehmen also Rücksicht, je näher die Wahltermine kommen, natürlich umso mehr. Unsereins kennt solche Rücksichten nicht, hat nur die öffentliche, die gesellschaftliche, politische Entwicklung vor Augen. Und nach bestem Wissen und Gewissen und mit den besten Mitteln werden diese Dinge, wie ich es gesagt habe, dargestellt. Dies führt notwendigerweise zu Konflikten zwischen den beiden Instanzen. Am besten wäre es, wenn Außenseiter, wie zum Beispiel ich, solche Sachen wirklich unabhängig machen könnten. Das geht aber nicht. Meine Zuschauer. Die Erwartung an mich, das ist auch in verschiedenen Gesprächen zum Ausdruck gekommen, war eben, dass im Faktischen künftig alles stimmen solle und stimmen müsse. Ich weiß, dass bei meiner Berufung eine Rolle gespielt hatte, ein Buch, das ich damals gerade veröffentlichte, oder das fiel etwa in die Zeit, das Gesicht des Dritten Reiches, das ja mit einem gewissen, sagen wir, auch sehr trotz aller essayistischen Formen, einem sehr strengen historischen Anspruch auch an die Darstellung der Zeit des Dritten Reiches heranging, dass das eine Rolle gespielt hat und man sich, ich glaube, das waren noch die Druckfahnen, um die man mich bat, die sind von Verwaltungsratsmitgliedern oder wem auch immer gelesen worden und da hat man wohl aus der eine Analyse des Stils oder der ganzen Darstellungsart den Schluss gezogen, dass ich in dieser Weise sorgsam mit faktischem umzugehen bereit sei. Dieses brachte Fest dann auch mit in die Chefredaktion ein, nicht? Also diese Solidität in der Recherche und dieses genaue Hinsehen und lieber zweimal auf eine polemische Äußerung gucken, ob man sie auch machen kann. Und ich glaube, erst in dieser Zeit hat sich Panorama richtig gefestigt und konnte dann nachher, so ab 68, als ja erst die richtige große Zeit von Panorama begann, also während der Studentenunruhen, konnte dann so viel Einfluss ausüben, wie es das zu der Zeit gehabt hat. Wir haben uns zunächst mit wechselnden Moderatoren, auch wechselnden Redakteuren beholfen für Panorama. Und wenn Sie von Erwartungshaltung sprechen, die, sagen wir mal, um es zu personalisieren, die Intendanz oder der Intendant an mich hatte, so gab es natürlich auch Erwartungshaltungen von Seiten der Redaktion mir gegenüber. Und die waren eher skeptisch, eher negativ, denn ich galt als jemand,
aus dem konservativen Lager und man fragte sich, was wird der aus unserem schönen Panorama machen, dachten wohl viele. Sie sind nicht populär, aber ihre Zahl wächst. Alljährlich warnen Bundesregierung und die Parteien vor dem Ostermarsch. Wie es scheint, mit schwindendem Erfolg. Sind es Wirrköpfe, Fanatiker? Warum marschieren diese Menschen? Aus Überzeugung. Das ist doch wohl ein Schlagwort. Das ist kein Schlagwort, nein. Nein, es ist um der Sache selbst willen, ne? Das ist, also, erreicht. Wenn Sie ein Schlagwort hören wollen, dann ist es lieber heute aktiv als morgen Radio. Ja, das ist richtig. Ja. Wir, wenn wir nicht daran glauben würden, würden wir gar nicht marschieren. Warum wir marschieren? Weil wir auf diese Weise ja nur unsere Meinung zum Ausdruck bringen können. Wir haben ja keine parlamentarische Vertretung in Bonn, nicht? Wir marschieren heute, weil wir Feierschichten haben und weil wir gegen Krieg sind, jeder Art Krieg. Die Parteien müssen immer Verstärkung von unten haben, ja, von einer Volksbewegung her. Die Parteileute selbst werden wahrscheinlich nicht das schaffen, weil sie zu sehr, für die Interessensverbände da sein müssen. Warum marschieren? Weil ich Frieden haben will in der ganzen Welt. Dafür will ich marschieren. Bis zu meinem Tode werde ich dafür kämpfen, bis das aufhört. Die Halunken. Weil es mir Spaß macht und weil ich mal lange leben will, ne? Und ich habe also sehr was gegen Krieg und bin Pazifist. Mein Vater hat im KZ gesessen. Ich habe eben Angst davor. Ich werde nicht zur Bundeswehr gehen und ich bin Gymnasiast und mir wird beigebracht, dass Krieg eine schlechte Sache ist. Ich habe was dagegen, ne? Ich wurde der CDU zugerechnet und es war eine CDU-Regierung in Bonn am Ruder, als ich Panorama leitete. Aber den größten Ärger haben wir natürlich mit der Regierung in Bonn immer wieder gehabt, weil wir uns auch durchaus kritisch gegenüber Bonn verstanden. Wenn eine SPD-Regierung in Bonn an der Macht gewesen wäre, hätten wir uns ebenso kritisch gegenüber dieser Regierung verhalten. Der Journalismus war, nach unserem Verständnis damals jedenfalls, war eine davon unabhängige und die politischen Vorgänge kritisch begleitende eigene Position. Ich gelobe! Ich gelobe! Der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen! Der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen! Gefahren für die Allgemeinheit! Gefahren für die Allgemeinheit! Unter Einsatz aller Kräfte zu bekämpfen! Unter Einsatz aller Kräfte zu bekämpfen! Und meine Pflichten zu erfüllen! Und meine Pflichten zu erfüllen! Neben den verschiedenen Selbstschutzeinheiten soll ein Zivilschutzkorps aufgestellt werden. Die Grundausbildung dauert 4 Monate. Ohne Tritt, Marsch! Aus § 2 und 3 des Zivilschutzkorpsgesetzes vom 12. August 1965. Das Zivilschutzkorps ist eine besondere Organisation nicht militärischen Charakters. Der Bundesminister des Inneren wirkt auf einheitliche Ausbildung und beständige, ausreichende Einsatzbereitschaft hin. Bis zum 45. Lebensjahr gehören wir dem Zivilschutzkorps an. Im Verteidigungsfalle bis zu 60 Jahren. Wir unterliegen der Meldeüberwachung durch das Wehrersatzamt. Der Dienstliche hat während der Dienstleistung die gleiche Rechtsstellung wie ein Soldat. Wir können jederzeit zu Übungen herangezogen werden, die in jedem Einzelfalle bis zu einem Monat dauern können. Wenn die Bundesregierung es für dringend erforderlich hält, kann Bereitschaft angeordnet werden. Dann haben wir uns jederzeit zum Einsatz bereit zu halten. Neben Übungen und dem Dienst im Verteidigungsfall können wir auch in Friedenszeiten zu Katastrophen einsetzen, sowie zu Aufgaben zur Sicherung der Lebensbedingungen der Zivilbevölkerung und zu anderen dienstlichen Leistungen herangezogen werden. Rechts! Ohne Tritt! Marsch! Welche Dienstleistungen nach dieser Regelung von der Bevölkerung zu erbringen sind, ist im Gesetz nicht klar definiert. Das Notstandsthema hat uns natürlich häufiger beschäftigt. Und da das in der Redaktion sehr heftig diskutiert wurde, haben wir dann irgendwann mal gesagt, oder habe ich gesagt, wir machen mal eine ganze Sendung, 3/4 Stunde lang, nur über die verschiedenen Facetten dieses Themas, und wenn ich mich richtig erinnere, war das auch hat das großes Aufsehen damals erregt und eine heftige Diskussion ausgelöst. Und es erwies sich, würde ich denken, dass es richtig war, sich mal in dieser herausragenden Weise mit einem damals so leidenschaftlich diskutierten Thema zu befassen.
Also solche Schwerpunkte, oder wenn das Schwerpunktbildung heißt, dann haben wir natürlich solche Schwerpunkte auch gebildet, ja. Panorama, meine Damen und Herren, bringt heute unter anderem ein Interview mit Professor Eschenburg zur Frage der Großen Koalition, ferner eine Betrachtung zur deutschen Außenpolitik sowie einen Bericht über den Wahlkampf der NPD in Bayern. Guten Abend, meine Zuschauer. Die Wahlen in Bayern sind vorüber. Während der vergangenen Wochen hat dieser Termin die Parteien veranlasst, abzuwarten und die Zeit mit hinhaltenden Verhandlungen zu füllen, für die es inzwischen eine modische Vokabel gibt, mit Sachgesprächen. Von heute an werden aus den Sachgesprächen Gespräche zur Sache werden. Die Frage ist, welche Parteienkombination sich am Ende herstellt. Es ist in jüngster Zeit viel die Rede gewesen von einer großen Koalition, einer Verbindung also von CDU, CSU und SPD. Unser Mitarbeiter Winfried Scharlau hat Professor Theodor Eschenburg die Argumente vorgelegt, die von den Befürwortern einer großen Koalition hier und dort ins Feld geführt werden. Nachdem sich niemand mehr Illusionen über den Ernst der Lage machen kann, sollte man eigentlich eine parlamentarische Mehrheit, eine große parlamentarische Mehrheit für die neue Regierung suchen. Die Frage wäre also Allparteienregierung oder große Koalition. Die große Koalition scheint mir das kleinere Übel zu sein. Gegen eine Allparteienregierung habe ich an sich nichts. Nur eine Voraussetzung im Fall des Staatsnotstandes. Sie ist eine Notmaßnahme, keine Regel. Bedenken Sie doch einmal, bei der großen Koalition ist die Opposition ganz klein. Bei 500 Abgeordneten 50 Oppositionelle. Ich fürchte, dass dadurch im Parlamentarismus ein Untergewicht der Opposition entsteht. Und dieses Untergewicht der Opposition wird zu einem außerparlamentarischen, radikalen Übergewicht führen. Und das kann sich bei den nächsten Wahlen Ausdruck verschaffen. Sie werden bei der Ablehnung der großen Koalition unter allen Umständen bleiben? Ja, nach den Überlegungen, die ich Ihnen eben gesagt habe. Wenn der Staatsnotstand kommt, national oder international, dann brauchen wir die Altparteienregierung, dann ist die große Koalition zu klein. Vielen Dank, Herr Professor. Vielleicht sollte man eine weitere Überlegung hinzufügen. Zur Demokratie, zu ihrem Wesen nahezu, gehört das Vorhandensein einer Opposition, das heißt einer formulierten politischen Alternative. Eine große Koalition beseitigt die Herausforderung an die Parteien, solche Alternativen zu entwickeln und betrügt infolgedessen die Öffentlichkeit um die Substanz ihres einzigen aktiven Rechts, nämlich mit verschiedenen Parteien auch verschiedene politische Konzepte zu wählen. Fest wurde ja nachher offensichtlich, wo ich nicht mehr bei ihm war, also ich kann da weiter nichts zu sagen, aber er war ein anerkannter und guter Moderator für Panorama und wurde auch immer anerkannt. Er blieb also sozusagen, die Funktion des Panorama-Moderators war so prägend, dass auch ein relativ konservatives Temperament, wie fest es war, durchaus in diese Rolle sich einfügte und sie dann auf eine ganz brillante und eigene Art und Weise auch vertrat. Meine Absicht ist es jedenfalls gewesen, dem Leser, dem Zuschauer eigentlich nur die Hilfestellungen zu geben, die er zum Verständnis braucht. Nicht selbst kommentierend, Schlussfolgerungen ziehend oder mahnend oder ermahnend da aufzutreten als Moderator, sondern mehr eine Handreichung zu leisten. Natürlich dann auch das Ganze nicht meinungslos und nicht so, als ob man sich völlig distanziere von allem oder eigentlich gar keine Beziehung dazu habe. Es war schon natürlich mit Meinung versehen. Guten Abend, meine Zuschauer. Lassen Sie mich noch einmal ein Bild in Ihre Erinnerung zurückrufen, das in den vergangenen Tagen häufig gezeigt worden ist. Das Bild einer Regierungsbank, auf der Kiesinger neben Brandt zu sehen ist, Schiller neben Strauß und Herbert Wehner neben Kai-Uwe von Hassel. Es ist ein Arrangement von noch immer irritierender Wirkung für viele, der es zustande brachte, langfristig operierend, hartnäckig, allen Widerständen zum Trotz, sitzt am Ende der vorderen Bankreihe, Herbert Wehner. Diese Koalition ist vor allem sein Erfolg. Sie ist auch in höherem Maße als für irgendeinen anderen sein Risiko. Denn er ist in seiner Partei nicht ohne erbitterte Gegner. Er hat alles auf eine Karte gesetzt.
Ob sie sticht, wird spätestens die nächste Bundestagswahl erweisen. Manfred Bissinger und Karl-Hermann Flach versuchen in unserem ersten Beitrag, Person und Politik Herbert Wehners zu charakterisieren. Und deshalb dürfe man nichts tun. Der Zorn der Ohnmächtigen schafft sich Luft. Das kennen wir, diese Geschlossenheit der Organisation. Aber wir sollten uns fragen, ob die Organisation Wehners tatsächlich noch die sozialdemokratische Organisation ist. Seit Herbert Wehner diese Partei im Griff hat, hat er nichts unversucht gelassen, diese Partei in einen Apparat der Akklamation und des Gehorsams zu verwandeln. In einen Apparat, der nach totalitären Gesetzen, aber nicht nach den Gesetzen der innerparteilichen Demokratie geführt wird. Doch die Proteste verhallen. Herbert Wehner hat ein paar Wochen Unruhe in der Partei einkalkuliert. Er vertraut auf die Disziplin der Sozialdemokraten, ihre, wenn auch zähneknirschende, Loyalität und auf die Anziehungskraft der Macht. Die zornigen Studenten, Professoren, Journalisten und Parteirebellen hält er für Neurotiker der Gesellschaft. Er verschwendet nicht viel Zeit mit ihnen. Er hat eher Anhänger als Freunde. Sein hartes politisches Leben hat ihn gelehrt, dass die richtige Einschätzung der Lage, die genaue Kenntnis der menschlichen Schwächen und Stärken sowie der eiserne Wille, sich durchzusetzen, mehr zählen als moralische Entrüstung oder skrupelhafte Kritik. So hat er, dem die äußeren Attribute einer Führernatur gänzlich fehlen, die tatsächliche Führung der SPD erkämpft. Ungeschliffen, manchmal leidenschaftlich polternd, dann wieder leise. Werbend und überzeugend oder die apolitischen Utopien seiner Gegner unbarmherzig zerfetzend. Selbst jedoch tief verletzbar. Ein Mann bis in die letzten Fasern seines Wesens Politiker. Immer zur Stelle, immer engagiert, nicht bestrebt zu gefallen, sondern sich durchzusetzen. Der Soziologe Ralf Dahrendorf hat von ihm gesagt, er liebe es, abstrakte Fragen schnoddrig und pragmatische Fragen mit Prinzipienerklärungen, rationale Argumente sentimental und das Gefühl herausfordernde Feststellungen mit grober Sachlichkeit aufzufangen. Die letzten Entscheidungen kämpft er mit sich allein aus. Er macht es sich gewiss nicht leicht damit, wälzt dann aber alles nieder, was sich seinen einsamen Einsichten oder seiner Taktik widersetzt. Wir haben sie alle verärgert eigentlich, ja. Also verärgert, es war über Herbert Wehner, es war ein, im Ganzen doch durchaus, ja, er war als imponierende Figur dargestellt. Aber es war zum Beispiel gesagt dann in all dieses Imponierende hinein, dass sein Lieblingsautor Ernst Wiechert sei. Das hat er zum Beispiel als eine Indiskretion, die an eine solche Stelle nicht gehöre, sehr übel genommen. Aber ich finde, wenn eine Sendung sowas schon nicht mehr sagen kann. Es geschieht ohne Larmoyanz, lediglich zur Demonstration dieses Sachverhalts, wenn ich hier eine Äußerung vermerke, die der ehemalige Minister Seebohm aufgrund einer Sendung unlängst öffentlich über mich getan hat. Diesen Mann, so meinte er, kann ich nur als Schwein bezeichnen, dem das deutsche Volk alles zurückzahlen sollte, was dieser ihm angetan hat. Ich will nicht bestreiten, dass es Herrn Seebohm, außer am zutreffenden Verständnis für die Bedeutung von Kritik, an manch anderer Voraussetzung fehlt, die zur Repräsentanz in diesem Staat legitimiert. Aber dass Kritik als eine Sache grundsätzlichen Verdachts oder der politischen Unreife betrachtet wird, das findet man häufiger. Franz Josef Strauß hat kürzlich von der miserablen Selbstdarstellung der Bundesrepublik durch einen großen Teil der Massenmedien gesprochen. Präziser ließe sich der gänzliche Verständnismangel für die öffentliche Funktion des kritischen Journalismus kaum formulieren. Sofern er überhaupt Selbstdarstellung ist, verschafft er indes immerhin einigen Kredit. Der ehemalige Vizekanzler Erich Mende hat hier vor ziemlich genau einem Jahr auf einen Brief verwiesen, den er aus der DDR erhalten hatte. Der Absender nannte als eines der Elemente, die die Anziehungskraft der Bundesrepublik entscheidend begründeten, die Existenz einer unabhängigen und wirksamen Kritik. Nun, diese Wirksamkeit ist umstritten. Offiziell wird sie gern, einem populären Missverständnis folgend, als Ursache eben der Erscheinungen angesehen, gegen die sie sich wendet. Viele dicke Bretter, um eine andere Definition von Politik heranzuziehen, müssen wohl noch durchbohrt werden, langsam und geduldig, ehe solche Fehlhaltungen sich ändern. Guten Abend.
Die festschen Moderationen neigten dazu, länger und länger zu werden. Und die neue Konfliktsituation war nicht mehr die, dass der Sendung nun vorgeworfen wurde, wie bei Paczynski, ihr manipuliert mit Bildern, sondern ihr wurde vorgeworfen, euer Moderator Joachim Fest, der das, wie ich finde, faszinierend machte, entwickelt sich zum Präzeptor Germaniae. Was ist das, hat das noch mit Fernsehen zu tun? Die Moderationen wurden länger und länger, die Filme wurden kürzer und kürzer. Und es kam dann zu einer Situation, ich kürze das jetzt mal ab, in der Herr von Hammerstein in Vertretung des gerade nicht amtierenden oder in Krankheit befindlichen Intendanten Schröder Fest bat, sich auf die Abgabe der Moderation einzurichten. Fest, der ohne dies an seinem Hitlerbuch arbeitete, nahm dies zum Anlass, sich beurlauben zu lassen, schrieb das Buch und ging von da an andere Wege. Merseburger kam. Aber dazwischen liegen natürlich noch erhebliche Kontroversen. Wenn ich die Essenz dessen zu formulieren versuche, was uns beunruhigte, so war es das plötzliche Empfinden, dass der Einfluss der Parteien übermächtig zu werden drohe. Das war unser Eindruck. Von heute her sehe ich es anders. Der Einfluss der Parteien war, wie dann der Ausgang der ganzen Affäre ja auch gezeigt hat, war schon übermächtig. Und wir haben uns vielleicht noch der Illusion hingegeben, es gäbe immer noch ein Übergewicht des Fachlichen über das Parteiliche. Es werde immer noch eher der qualifizierte Journalist oder die qualifizierte Sendung gewünscht und nicht so sehr der gehorsame Parteisoldat. Ich glaube, über diesen Punkt, und das ist ein Punkt ohne Wiederkehr gewesen, waren wir zu dieser Zeit schon hinaus. Als wir Panorama aufbauten, fehlten uns ja sogenannte Realisatoren, das heißt also Leute, die uns Zeitungsjournalisten, weil wir waren ja überwiegend Zeitungsjournalisten, helfen würden oder uns abnehmen würden, das, was wir zeigen wollten, nun auch in gutes Fernsehen umzusetzen. Naja, und das war halt dann manchmal auch sehr langweilig. Also das hat sich auch erst entwickelt. Ich kann mich erinnern, die ersten Sendungen von Panorama, das waren... Also, das war Dampfradio, nicht? Ohne Bilder. Also mit toten, stehenden Bildern, Einstellungen. Wo es wird einer interviewt oder es spricht einer, man sieht noch nicht mal den Interviewer. Also es sitzt einer im Bild und erzählt etwas. Nicht? Und das hat sich dann erst im Laufe der Zeit, wurde das immer lockerer und filmischer. Damals gab es schon, wie ich fürchte, die Glücksspirale. Und habe vergessen, wie der Chef hieß. Und die hatten zwei junge Realisatoren, die hießen Wildenhahn und Jansen. Und die machten offenbar schon seit Jahren nichts anderes als immer dieselben Trickfilme, über wie man seine 5 Mark loswerden soll. Und die wollten mal was anderes machen. Und entweder kamen sie oder irgendjemand empfahl sie. Also die habe ich mit größtem Vergnügen für Panorama eingekauft. Und allmählich wuchs in eine ähnliche Rolle auch Albert Krogmann, der ursprünglich Aufnahmeleiter war. Diese drei waren ganz besessene Filmleute, gingen von früh bis abends ins Kino, bis sie bei mir waren, dann hatten sie die Zeit nicht mehr. Und waren sehr neue Welle bewusst. Und sehr scharf darauf, nun auch zu zeigen, dass man sowas auch könnte. Und wurden ganz hervorragende Mini-Regisseure sozusagen für unsere Kameraleute, die ja sowas auch noch nicht gemacht hatten.
Einzug. Der 88-Jährige. Mit allem Nachdruck darf ich Ihnen sagen, für die gesamte CDU und auch für die CSU nach der Erklärung von Herrn Kollegen Strauß, wir stehen geschlossen hinter Bundeskanzler Erhard. Stärkung. Fürsorge für alle. Um mit vereinten Kräften ihre Länder vor dem Rückfall in ein Neuheidentum zu schützen. Wenn wir uns vereinen, wenn wir gemeinsam arbeiten, werden wir unsere Völker retten vor der steigenden Flut eines neuen Heidentums. Noch immer nicht müde? Heute kraftvolle Behauptung, um die Zukunft zu gestalten. Ich wünsche ihr Glück und Gottes Segen für ihre Führung des deutschen Volkes auf dem Wege der Gerechtigkeit, der Freiheit, der Einheit. Bereit, die Führung abermals zu übernehmen. Ja, Sie haben beide zusammen diesen Film gemacht. Könnten Sie uns schildern, wie der Film zustande kam? Das war seine Idee. Also es ist etwas schwierig mit der Erinnerung, worauf ich mich jetzt woran ich mich jetzt erinnern kann, ist eine bestimmte Methode, die ohne Worte an einem kurzen Beispiel ein bestimmtes dokumentarisches Prinzip der Filmaufnahme durchsetzen wollte bei Panorama. Weil dieser Eingang zu dem Film, nämlich das Verfolgen von Adenauer, wie er in den Saal schreitet und alle begrüßt, das haben wir abgekupfert. Also einer, da müsste man dann jetzt kurz ein bisschen Filmgeschichte sagen, einer der großen Einflüsse in den 60er Jahren waren die amerikanischen Dokumentaristen, eine Gruppe, die sich um Richard Leacock scharte, deren Filme wir uns alle angesehen haben. Und da war ein bedeutsamer Film, der uns sicherlich sehr beeinflusst hat, der hieß Primary, und da haben Leacock und seine Mitarbeiter damals eben eine Vorauswahl, eine Vorwahl verfolgt. Und da kommt, da wird Kennedy damals noch als Senator verfolgt, wie er in eine Wahlversammlung, ich glaube in Milwaukee geht. Und da geht zum ersten Mal die Kamera
und der Ton gehen hinter Kennedy und seiner Frau her und gehen in die Menge hinein. Und genau das ist eigentlich eine Verdopplung. Das heißt, es ist eine Nachahmung, die wir gemacht haben, wo wir durch das Nachahmen versuchten auch zu lernen. Das muss man in der damaligen Zeit sehen, wo Berichte über Parteitage ganz anders gemacht wurden. Und soweit meine Erinnerung reicht, war damals, Kogon war der Nachfolger von Paczensky geworden, da gab es ein Interregnum und dann war Kogon, der es eine längere Zeit machte. Und soweit ich mich entsinne, redete ich mit ihm darüber, dass ich doch gerne auch mal versuchen wollte, irgendwie eine Berichterstattung anders zu machen, nämlich ohne Worte, also ohne Kommentar, mit O-Ton und Film. Und worauf er dann meinte, das wäre noch das Harmloseste vielleicht, dass man sich an so einem drögen Thema wie einem Parteitag versuchen sollte. Also losgelöst von der normalen journalistischen Einschätzung eines Parteitages, Tendenzen und so weiter, dass man einfach quasi feuilletonistische Beobachtung machen wollte, sollte. Und da sind wir beide losgezogen, Rudi war mein Redakteur sozusagen, der Autor, und haben das versucht. Das ist meine Erinnerung. Und Ihre, Herr Lauschke? Ja, das, es war so. Also ich meine, was mich dann nachher beeindruckt hat, war eigentlich mehr die Reaktion, die von draußen kam. Der Vorwärts, das SPD-Blatt, schrieb in einer Kritik nach diesem Film, entlarvend für eine Partei, die so einen Menschen, also den 88-jährigen Adenauer, noch mal 2 Jahre zu ihrem Vorsitzenden wählt. Der Pressereferent der CDU, Herr Rathke, beschwerte sich in einem Brief bei Kogon über die infame Berichterstattung. Und Adenauer, der alte Fuchs, der schrieb an Kogon einen Brief und bedankte sich für die Berichterstattung, die eigentlich für ihn doch ganz angenehm verlaufen sei. Und damit war übrigens die Kritik aus der CDU-Zentrale, die war natürlich damit total unterlaufen. Aber da der Film so gar keine richtig Stellung nimmt, sondern eigentlich nur zeigt, fand ich ihn also damals auch richtig gelungen und eigentlich neu für die damalige Zeit, jedenfalls neu. Sehr früh teilte Klaus Lindner mit, da gibt es in Oberhausen ein Kurzfilmfestival, das sollten wir uns mal ansehen, denn da sind immer Anstöße und so weiter. Er brauchte gar nicht viel zu sagen, das war so einleuchtend. Und wir fuhren hin. Wir versuchten 2 Cutterinnen mitzunehmen. Das weitete sich aus, dass dann nachher auch 2 Kameraleute mitkamen, sodass im Haus so etwas verbreitet wurde über, über eine andere Sorte von Film machen. Weil das hat ein Filmkritiker mal beschrieben, der Ulrich Gregor, der die Filme später mal begutachtet hat. Der hat mal geschrieben, also sowas bemerkenswert ist auch der Umstand, dass das Hamburger Fernsehen im eigenen Haus die Tendenzen des Uncontrolled Cinema zu fördern sucht. Wie schwer das in der Praxis ist, kann nur der ermessen, der die Trägheit des Fernsehproduktionsapparates, sein Beharren auf der Konvention und den Stolz der meisten unserer Kameraleute auf die professionelle Qualität ihrer Fotografie kennt, die sie durch großen technischen Aufwand, aber meist durch Verzicht auf Authentizität erreichen. So, das war das Klima. Und deshalb versuchten wir Leute zu überreden, um sie also mitzuziehen in diese Art von anderer dokumentarischer Darstellungsweise. Und danach kamen dann immer die schönsten Stücke. Also mir fällt jetzt so auf Anhieb Muttertag ein, den hat Kogmann gemacht. Da sind wir so in die Vollen mit, was weiß ich, Kamera auf dem Kopf und so in dem Sinne und mit Musik und genau Musik geschnitten und einfach so. Ich weiß gar nicht, ob die Kritiker das je gewürdigt haben. Also für uns war es wichtig, weil da haben die Leute halt das Gefühl gehabt, jetzt haben wir einen Film gemacht. There's a man in my name, cause of all the trouble I see, yes, Lord. Life's a losing gamble to me, yes, Lord. Cares and woes have got me moaning, yes, Lord. Every evening find me moaning, yes, Lord. I'm alone and crying with blue, yes, Lord. I'm so tired of paying me due, yes, Lord. Everybody knows I'm moaning, yes, Lord.
Lord, I spent many late nights alone with my grief, alone with my grief. Lord, I pray, really, truly pray, somebody will come and make me sing every morning, find me morning. Ja, die Hausfrau habe ich einfach gefunden, indem ich mal in dem Haus geklingelt habe. Weil das Haus so gut war von draußen und ich in der Gegend ja auch aufgewachsen bin. Damals waren die Kameras ja auch noch so richtige Ungetüme, schön geblimmt. Das waren ja so schwere Babys immer, ne? Wo man noch nicht Gummilinsenfahrten machen konnte und... Wir kommen vom studentischen Hilfswerk. Das ist so. Ist klar verständlich, was das sein soll, wie im Schuftet. Ja, es ist ja auch nicht schwer zu erkennen, dass die ganze Redaktion damals Jazz-Fan war. Reflektiert die Zeit, in der wir damals lebten. Dieser klassische Schluss war übrigens eine Idee von Paczynski. Wir haben immer versucht, das, was wir damals Grünes nannten und was mit Ökologie nichts zu tun hat, sondern halt bezeichnete unpolitisches oder vermeintlich oder oberflächlich unpolitisches Material zu bringen. Ebenso wie wir ja unter dem Einfluss Wildenhahns und Oberhausens und das wurde dann ja zur eigenen Leidenschaft, überall guckten, ob wir nicht kleine, erstklasse Dokumentarfilme auftreiben konnten, die wir da noch ins Programm einbauen konnten. Und da war natürlich viel dabei, was jedenfalls mit dem Landläufchen-Begriff von Politik nichts zu tun hatte. Wir haben das nicht in jeder Sendung geschafft. Aber wir haben wohl in fast jeder Sendung geschafft, eben grüne Beiträge zu haben. Nun muss ich sagen, dass also diese kleinen 3, 4, 5 Minuten Filmchen, wo Paczynski auch sehr dafür war, dass das eben filmisch was bringt, was wird, die waren halt immer nur so zusätzlich. Wichtig war natürlich, und auch bei der Intendanz, also nicht, dass wir da Filmkunst machen, sondern das Magazin, also politische Themen, sprich Köppe. Also es hat sich alles ein bisschen mehr in eine parteipolitische Ausrichtung oder Kontrolle wollen wir ja nicht sagen, aber in eine Ausrichtung schon dieser Art gegeben. Das ist keine Frage. Die Spielwiese, die wir mal hatten die ersten Jahre, die ist dann in den späteren Jahren absolut kaputt gegangen. Und es wurde auch in mancher schöner Film einfach ins Archiv geschickt. Und dafür wurde dann ein 8-Minuten-Interview mit dem jeweils aktuellen Politiker reingeblendet. Es ist natürlich immer so, wenn man einen Menschen hat wie Paczynski oder Fest oder Proske, die alle vom Machen kommen, dann ist natürlich für den
Macher, in meinem Falle ich, eine größere Spielwiese da. In dem Moment, wo das alles nur kalkuliert wird und eigentlich die Bilder auch nur noch Mittel zum Zweck sind, das ist klar, dann verflüchtet sich der Spaß und der Enthusiasmus. Später, weiter die Entwicklung ging, desto mehr übernahm meines Ermessens ja nun Leiter die Herrschaft, die genau wussten, ich bin von irgendeiner Partei in irgendeiner Form abhängig. Das heißt, eigentlich eine Gruppierung, das betrifft ja nur SPD und CDU, um es ganz einfach zu sagen, hat mich hier eingesetzt. Und die konnten sich natürlich nicht so leicht erlauben, konnten sie auch, aber sagen wir, nun wieder den Stachel zu löken von dem Laden, der sie da entsandt hatte. Zunächst aber, verehrte Zuschauer, bittet der Norddeutsche Rundfunk um Ihre Aufmerksamkeit für Panorama 1967. Guten Abend, meine Damen und Herren. Panorama 1967 ist wachsam und kritisch, aber fair. 1967 wird das Jahr der Prüfung sein für die Große Koalition. Nur hervorragende Leistungen rechtfertigen den außergewöhnlichen Pakt der Großen, und ob diese Leistungen erbracht werden können, das steht dahin. Bis heute zeichnet sich nur ein sicherer Gewinner dieses politischen Geschäfts ab. Es ist Paul Lücke, der Bundesinnenminister, der Mann der Notstandsgesetze. Paul Lücke braucht die Große Koalition, damit die Notstandsgesetze mit Zweidrittelmehrheit im Gesetz verabschiedet werden können. Weil der Innenminister diese Notstandsverfassung will, wird er heftig befehdet. Deshalb nennen ihn seine Gegner abschätzig den Bunkerminister. Er ist gefürchtet, er wird attackiert, aber die wenigsten kennen ihn wirklich. Durch welche Tradition ist dieser Mann geprägt? Welche Motive bestimmen sein politisches Handeln? Panorama versucht, diese Fragen heute Abend zu beantworten. 2,5 Wochen begleitete Peter Schierkrebowski den Bundesinnenminister auf Schritt und Tritt. Die Fairness gebietet festzustellen, dass sich bisher noch kaum ein Minister einer solchen Fernseh-Rosskur unterzogen hat. Sehen Sie jetzt das Ergebnis. Ein Porträt, in dem sich Paul Lücke streckenweise selbst interpretiert. Dieser Mann hat uns weiße Kreise beschert. Dieser Mann will Notstandsgesetze. Dieser Mann will unser Wahlrecht ändern. Paul Lücke, 52 Jahre alt, ist seit Jahren für die Große Koalition. Er wünscht Ordnung, mehr Ordnung in unserem Staat. Der Minister kommt. Gut. 433 Tage regiert Lücke in dieser ehemaligen Kaserne. Sein Ziel? Nachdem ich hierher gekommen bin, möchte ich die großen Aufgaben, vor allem verfassungsrechtlicher Art, doch erfüllen, die notwendig sind, die innere Sicherheit unserer Demokratie zu stabilisieren. Er schwört auf jenes Grundgesetz, das er in entscheidenden Punkten ändern will. Aber noch wichtiger als die Notstandsregelung ist ihm seit der Krise der parlamentarische Tod der freien Demokraten. Wenn die innenpolitische Stabilität, und zwar auf lange Sicht und auf die Dauer, nur dadurch zu erreichen ist, dass wir ein vernünftiges Wahlrecht einführen,
das klare Mehrheiten schafft, dann ist das wichtiger als die Pflege einer kleinen Partei, die sich nicht immer staatserhaltend verhalten hat. Das ist nicht nur der Wunsch der Großen Koalition, sondern auch des Bundespräsidenten, den mit Lücke eine enge politische und persönliche Freundschaft verbindet. Wirklich am Herzen liegt dem konservativen Paul Lücke das, was er unter Stabilität versteht. Deshalb war er einer der maßgeblichen Architekten der Großen Koalition. Deshalb suchte er den Pakt mit Herbert Wehner. Paul Lücke gehört nicht zu denjenigen Politikern, die unbedingt Bundeskanzler werden wollen. Ihm ist es wichtiger, dass eine bestimmte Politik durchgesetzt wird, die er die große Konzeption nennt. Damit meint er vor allem eine Reihe von Grundgesetzänderungen, die notwendig sind, um den Bundesstaat auf die Höhe der Zeit zu bringen. Man braucht dazu die Zweidrittelmehrheit im Bundestag. In dem Augenblick, in dem das Ausland von den Deutschen annimmt, es geht wieder so wie in Weimar, verlieren wir Deutsche. Darum hängt eine erfolgreiche Außenpolitik, eine erfolgreiche Wiedervereinigungspolitik entscheidend davon ab, ob es uns gelingt, die Politik der inneren Stabilität überzeugend darzustellen. Deshalb bin ich gerne in diesem Innenministerium und möchte diese Aufgaben in dieser Koalition zu einem erfolgreichen Ende führen. Sie haben gemerkt, dass wir uns des Kommentars in diesem Beitrag enthalten haben. Wir haben das bewusst getan. Wir wollten ein Porträt, wir wollten keinen Leitartikel. Wir haben Ihnen gezeigt, was uns wichtig scheint an diesem Mann der Notstandsgesetze. Wir haben Ihnen Material geliefert. Urteilen können Sie jetzt selbst. Es ist unfair, jetzt das zu tun, aber ich will es mindestens mit diesem Vorbehalt sagen. Wenn ich dann so später noch gelegentlich, was ich ja immer wieder mal tat, Panoramasendungen sah, dann habe ich eigentlich doch häufig den Eindruck gehabt, es ging nicht so sehr um eine kritische Begleitung dessen, was in Bonn geschah, sondern um eine unterstützende Begleitung. Und das war für mich nicht mehr das, was Panorama eigentlich seinem ursprünglichen Verständnis nach sein wollte und nach meinem Verständnis nach auch sein sollte. Die Parteizentralen, insbesondere der SPD, mit Herbert Wehner als Zuchtmeister an der Spitze, waren an einer wirklichen Opposition zu diesem Zeitpunkt schon gar nicht mehr interessiert. Sie wollten in die Regierungsverantwortung und wollten also, da es eigentlich kein anderer Weg abzeichnete, die Kröte schlucken, wie Herbert Wehner es nannte, mit Strauß und anderen zusammen in die Große Koalition gehen. Wir sind zu dieser Zeit im Fernsehen wohl die einzige Opposition gewesen, die es noch gab als Kontrollfunktion in diesem kleinen Umfang, wie wir es wahrnehmen konnten. Die kritische Distanz zur politischen Macht, die war bei den einen wie bei den anderen gegeben und das verband uns. Wir hatten im Grunde genommen mindestens für die Zeit, in der wir Panorama machten, da würde ich mich durchaus mit Proske und Paczynski auf einer Linie sehen, wir hatten keine wirklichen politischen Freunde, die zugleich an der Macht waren. Während dann nachher ich doch oft den Eindruck gehabt habe, es gab politische Freunde, die auch das Urteil bestimmten. Und auf die Weise wurde es ein bisschen schwieriger. Und zum Zweiten kommt natürlich noch etwas hinzu. Jetzt haben wir jede Woche im ersten Programm ein Magazin, wir haben im zweiten jede Woche ein Magazin, wir haben in den Privatsendern Magazine. Und da nun, sagen wir so, immer originell zu sein, ist sicherlich auch objektiv viel schwieriger als zu dem Zeitpunkt. Das war in der Hinsicht damals einfacher. Als wir so ein bisschen, wenn man mal von Anno oder Report anfangs absieht, als wir so ein bisschen die Ersten waren, das war natürlich eine andere Geschichte. Ich meine, ich erinnere mich, ich bin nach Hause gefahren und fuhr damals im Bus und da redeten die Leute über die Sendung. Na, wann kann man heute mal in den Bus steigen und die Leute reden über eine Sendung? Also das ist ja doch höchst selten, wenn das Brandenburger Tor aufgeht oder irgend sowas. Aber sonst ist das doch selten. Das ist doch nicht mehr so der Fall.
über eine politische Sendung nach oben rein. Und das macht es eben, dass wir so träumen, es träumen kommen, wenn wir uns an die Zeit zurückerinnern.